Noah Schneeberger, du wirst, so wie es aussieht, 2 weitere Jahre in Davos bleiben. Was hat der Ausschlag gegeben, dass du deinen Vertrag verlängern wirst? Ja, sicher mal, dass eine sehr gute, funktionierende Mannschaft da weiterhin bestehen bleibt. Also die meisten bleiben und haben unterschrieben. Und es macht natürlich sehr Freude, so zusammenzuarbeiten und so weiterzugehen. Das letzte schon immer nur 1 Jahr verlängert und meistens erst spät. Diesmal nicht. Ja, es ist eigentlich auch immer noch jetzt meine Überzeugung, dass 1 Jahr eigentlich nicht wie sagt man? Schlechte Zeit. Eine schlechte Zeit ist, jetzt habe ich 2 unterschrieben. Eben gerade, weil die meisten 2 Jahre bleiben und dass wir da sicher etwas Gutes weiter aufbauen können. Das letzte ist schon gefehlt. 3 Spielsperren. Wie ist das gesperrt zuzuschauen? Das ist ja schon lange nicht mehr der Fall bei dir. Ja, es ist sicher nach der unglücklichen Intervention, wo das zustande kam, bin ich sicher sehr enttäuscht gewesen, als so beschlossen wurde, 3 Spielsperren auszuhängen gegen mich. Aber ich denke, ich jetzt können der Mannschaft ja nicht gross können helfen, so, aber es ist natürlich nicht einfach zuzuschauen. Aber jetzt hoffe ich, dass wir so können, jetzt gegen Schluss der Meisterschaft sicher in Form zu kommen. Du hast ein gutes Comeback jetzt lange auch, Sieg und Goalschütze. Jetzt geht es gerade weiter mit einer Doppelrunde. Kloten und Fribourg. Wie schaust du diesen Spielen entgegen? Ja, es wird sicher ein gutes Spiel geben, das Kloten braucht, um zu verrecken, die Punkte. Wenn sie noch ins Playoff-Rennen einsteigen, also bleiben. Und wir wollen sicher eben, wie gesagt, den Weg für die Playoff jetzt langsam Fahrt aufnehmen. Und es gibt sicher 2 gute Spiele.